Heute zeige ich euch wieder ein Video vom Halsring reiten. Anfangs habe ich in dem Fall noch die Trense drinnen gehabt, um nochmal zu schauen, wie gut das mit dem Anhalten und dem Lenken funktioniert. Als es dann super geklappt hat, habe ich eben die Trense abmontiert und gesagt, gut, wir reiten jetzt nur noch auf Gewichtshilfe und auf dem Halsring. Die Trense wird dann natürlich verstaut, damit sie nicht irgendwo am Sattel rumbaumelt oder am Boden herumliegt. Es gab natürlich anfangs wieder eine Aufwärmphase, in der wir die Pferde gymnastiziert haben und das Links- und Rechtslenken nochmal ordentlich geübt haben, damit wir jetzt einfach lustigerweise irgendwelche witzigen Sachen reiten können und einfach Spaß haben können mit unseren Pferden. Jay war wieder super cool drauf, ich konnte wieder super toll auf ihm galoppieren, er war dieses Mal ein bisschen langsamer unterwegs als sonst, also hier, wo ich versuche ihn etwas anzutreiben, hat er nicht ganz so viel Gas gehabt wie sonst normalerweise, aber das ist ja okay. Es geht ja nicht immer darum, dass man nur fetzt, sondern darum, dass man Kontrolle auf dem Pferd hat. Hier zeige ich euch noch eine Szene, wie es aussieht, wenn man quasi versucht, das Handy in der Hand zu halten oder in die Jacke zu stecken, um das zu filmen, was man hier macht. Wir sind da zu zweit am Reitplatz gewesen, das heißt, man muss natürlich auch auf die anderen aufpassen, war aber natürlich alles unter Kontrolle und safe. Hier bin ich dann meiner Freundin etwas vorgeritten, dass sie da mit ihrem Pferd etwas ausprobieren durfte. In diesen Szenen geht es jetzt ein bisschen um das Lenken. Ich habe euch das jetzt zusammengeschnitten, damit es nicht zu lange dauert. Aber mir ist es wichtig, dass ihr erkennt, dass das Lenken am Halsring jetzt nicht nur rein über den Halsring funktionieren sollte, sondern über Gewichts- und Schenkelhilfen. Es ist nämlich wichtig, dass ihr den Halsring nur dazu verwendet und nicht am Halsring herumzerren müsst. Wenn das noch nicht gut geht, dann müsst ihr einfach noch mehr an euren Gewichtshilfen arbeiten. Wie gesagt, es ist ein Zusammenschnitt, damit ihr das ein bisschen sehen könnt. Wenn ich es zu lang drinnen lasse, schaut es auf Facebook natürlich wieder niemand an. Wir hatten aber so eine Freude dabei. Jay war wieder mal so cool, dass ich gesagt habe, eine kleine Runde probiere ich nochmal einen Galopp und habe versucht, ihn hier nochmal ein bisschen anzutreiben. Aber heute ging es halt nicht und das ist auch okay. Es muss nicht jeden Tag Vollspeed sein. Manchmal ist es auch in Ordnung, wenn sie langsam vor sich hin galoppieren. Er war wirklich, wirklich brav. Ich baue immer wieder Schrittrunden ein, in denen er sich strecken und dehnen darf. Und natürlich soll auch das Kuscheln und Liebhaben nicht zu kurz kommen. Meine Mitreiterin Lisa hat sich dann getraut, mein Pferd Luisa gleich am Halsring zu reiten. Luisa kennt das natürlich schon, ich habe das ein paar Mal mit ihr gemacht, aber die Reiterin Lisa hat das erste Mal gemacht und dafür war das wirklich, wirklich toll. Links und rechts reiten, über Stangen drüber reiten und bei Hufschlagfiguren zu reiten, das hat alles wunderbar hingehaut. Wir sind auch immer wieder etwas neben ihnen hergeritten, um ihnen auch ein bisschen Sicherheit zu geben, aber die zwei haben das richtig, richtig toll gemacht. Sie waren sogar so cool, dass sie sich dann nach kürzester Zeit getraut haben, auch einmal anzutraben. Da lasse ich euch aber den Originalton drinnen, weil der ist ziemlich, ziemlich süß. Sehr gut! Spitze, ihr zwei, wir gleich hinten nach. Super! Voll cool fürs erste Mal. Ja. Geht voll gut. Richtig cool. Ah, richtig cool seid ihr. Spitze. Sehr cool.